Jerry, na, wohin soll es gehen? Fast alle Eichhörnchen sind wegen der Krähen evakuiert worden. Oben in den Bäumen ist es besonders... Auf geht's! Halt dich fest, Jerry! Bis später! Fast! Jetzt habe ich einen klebrigen Pinsel. Okay, jetzt ist der Ast klebrig. Da muss kein... Super! Mein Spinnensinn jubelt gerade. Jetzt muss ich den Zweig nur noch in Position bringen. Und dann gehen mir hoffentlich ein paar von den Fallschirmtruppen ins Netz. Jetzt muss ich den... Der Schnürsenkel ist gerissen. Das war's dann wohl mit meinem schönen Wurfanker. Da haben sich Pusteblumenschirmchen im Netz verfangen. Aber so komme ich da nicht ran. Und der Schnürsenkel ist gerissen. Ich habe ein Pusteblumenschirmchen. Dann mal raus mit dem verdörrten Ding und rein mit dem neuen Samen. Wachse und gedeihe. Es geschieht nichts. Ist das nicht ein besonderer Blumentopf? Er ist besonders rein, doch kein Zaubertopf. Wird der Samen denn jetzt trotzdem rechtzeitig sprießen? Dass du uns helfen willst, macht diesen Ort schon wärmer. Doch nicht warm genug, um diesen Keim rechtzeitig zu wecken. Wenn ich ein Löwenzahnschirmchen wäre, würde ich ja auch keine Wurzeln schlagen wollen. Es funktioniert! Sie wächst! Es funktioniert? Hurra! Party? Du hast es wirklich geschafft. Du hast den verdörrten Boden dazu gebracht, die Früchte zu tragen, die unser Überleben sichern. Jeremias, du bist wahrhaftig der Zauberfalter, den wir gesehen haben. Na, eigentlich bin ich... Egal, wie merkwürdig du aussiehst. Was? Danke, aber... Du suchst das Portal. Und du hast es gefunden. Einst kamen wir durch jenen Spalt in diese Welt.
Die Welt, die du dort finden wirst, die wir hinter uns gelassen haben, ist kalt geworden, furchtbar kalt. Aber ich habe keine Jacke dabei. Die Kraft unserer ungeschlüpften Hohepriesterin wird dich schützen, so wie sie uns auf unseren Reisen schützt. Es scheint uns bestimmt, weiterzuziehen, genauso wie auch dir, Baumläufer. Du wirst diese Welt verändert vorfinden, wenn du aus der Kälte zurückkehrst. Ich spüre, wie sich das Schicksal zusammenballt. Wenn du in dieser Welt, so wie du sie kennst, noch etwas suchst, betritt das Portal noch nicht. Willst du diesen Spalt jetzt durchqueren? Ich bin bereit. Ich habe alles, was ich brauche. Dann ziehe weiter. Bis später. Und danke. Vielleicht wird er höher fliegen als alle anderen. Dann wird nicht einmal das Feuer seine Flügel versengen. Doch zuerst wird er in die Tiefe stürzen. Und niemand wird da sein, um ihm zu helfen. Denn hier gelandet? Oh, ist das kalt? Halt! Moment mal, ich friere ja gar nicht. Und Flügel habe ich auch noch. Der Schutz der Nachtfalter scheint zu wirken. Ein schöner Ort für eine Wanderung. Da gibt's bestimmt Wölfe und Eishexen und... jetzt wird mir doch noch kalt. Huch, was ist denn das Dings da? Noch etwas weiter graben? Au, es ist eine Statue. Wie lange die hier wohl schon im Schnee steckt? Wo bin ich denn hier überhaupt? Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Was für ein Gott bist du denn? Soll nicht unhöflich klingen, aber sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Oh! Was für ein Gott bist du denn?
soll nicht unhöflich. Sicher, dass... Ich muss leider weiter. Das Portal hat sich hinter mir geschlossen. Hoffentlich hält der Schutzzauber der Motten weiter an. Sonst erfriere ich hier drüben noch. Ich könnte schwören, dass ich da am Berghang gerade einen Jungen gesehen habe. Einen kleinen Jungen mit Flügeln. Fantastisch. Jetzt verliere ich also völlig den Verstand. Ganz eingefroren. Ich werde die Antarktis erforschen, den Polwal finden und alles wird glatt gehen, so dass ich... Ein gefrorenes, dürres Gestrüpp. Mehr wächst hier wohl nicht. Sieht aus, als wäre schon mehr als einmal vom Blitz getroffen worden. Gruselig. Scheint ja wohl nicht hinzuhauen, was? Das Ding scheint kaputt zu sein. Okay, den Jungen bildest du dir nur ein. Das ist nur dein Hormonaushalt, der dir einreden will, dass du längst Kinder haben solltest. Darf ich kurz stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst, jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. Aber ich bin keine Halluzination. Ich bin Jerry Haselnuss. Haselnuss, natürlich. Ich verliere eindeutig den Verstand. Was machen Sie denn hier, ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den Polwal. Aber ist ja auch kein Wunder, dass ich ihn nicht finde. Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen. Und heute ist Weihnachten. Ich habe versprochen, mich zu Hause zu melden. Verdammt! Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas unheimlich Wichtiges erledigen muss. Bevor man dann heimgehen kann. Der Junge mit den Flügeln und dem Zylinder versteht mich. Zum Glück funktioniert mein Funkgerät nicht. Wenn ich das jemandem erzähle... Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du mich nach Hause fliegen? Ich glaube nicht. Diese Flügel sind nämlich gar nicht echt, wissen Sie? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tut mir leid. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Okay. Ich hoffe, Halluzinationen frieren nicht. Du hast gar keine Jacke an. Nein, nein. Ich stehe unter dem Schutz der Nachtfalter. Ah, na klar. Das hätte ich mir ja denken können. Mit dem Sirup bin ich besser. Mit dem Sirup. Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? Das Wasser sieht aus, als ob alles, was da reinfällt, nach einer Sekunde in einem Eiswürfel eingefroren wieder auftaucht. Auf der Kiste steht Projekt Polwal. Streng geheimes Forschungsmaterial. Ich nehme mir eine von den Lichterketten mit. In meinen Forschungsarbeiten klang das alles noch so gut. Eine fast ausgestorbene Spezies mit Licht anlocken. Und jetzt sitze ich schon seit Wochen in dieser Kälte und nichts funktioniert. Verflucht! Also da steht, dass die Stromversorgung unter extremen Witterungsbedingungen nicht gewährleistet werden kann.
Das heißt bestimmt, dass es nicht funktioniert, wenn es zu kalt ist. So weit war ich auch schon. Ich glaube, hier wird... Nichts. Nichts. Da ist... Jetzt nicht? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Jetzt sieht es fast aus wie ein Weihnachtsbaum. Ich hab's ja gewusst. Du bist mein schlechtes Gewissen, oder? Ich sehe ja ein, dass es ein Fehler war, über die Feiertage zu arbeiten. Diese verfluchten alten Ziegenböcke von der Universität sind schuld. Und jetzt? Der Stecker steckt. So weit, so gut. Das Wasser... Ein Ort ohne jede Hoffnung? So etwas gibt es nicht.